Ja, willkommen zu einem neuen Review von Smokehouse. Heute geht es um die KS Punchline-Serie in der Version, Andi? In der Version? 470. Wir haben heute auch einen Gast da, Andi Lux ist da bei uns in der Hauptzentrale. Wir rauchen heute seine Pfeife, richtig cooles Teil. Hat das, glaube ich, bei Atomhamster gekauft, richtig, genau. Damals im Angebot, als der Shop neu rausgekommen ist. Ja, und die reviewen wir heute sozusagen. Richtig schönes Glas, was mir als allererstes aufgefallen ist. Schön dick. Er hat auch schon gesagt, es ist ihm einmal runtergefallen und es ist nicht zerbrochen. Also von daher Lob an die Qualität, Lob an Arabica, die das Ding produziert haben. Richtig gute Sache. Wie ihr seht, wir rauchen im Vortex-Setup. Dreiviertel gefüllt, 4 Lagen Alu, Rundlochung und 3 Bambuchas. Haben auch schon eine Weile geraucht. Ich positioniere euch einmal. Genau. Wunderbar. Ja, herzlich willkommen. Ach, ich hole den Schnitt noch an. Wo hast du denn den Schnitt an? Hast du den da? Genau. Ja, wir rauchen heute in der KS Punchline. Wie ich schon gesagt habe, rauchen den Alfacher Zitrone, Minze, und das hier ist der Zipper da dazu. Wie ihr seht, super feucht, vom Schnitt her auch relativ gut beim Kopfbau, ne? Ja. War relativ gut. Rauchen jetzt schon so eine Dreiviertelstunde, Pi mal Daumen, Stunde, und kommen einmal zum Geruch. Kommen wir zum Geruch. Ich hoffe, ich bin drauf, aber ich denke ja. Ich werfe dich einfach mal ins kalte Wasser. Was sagst du zum Geruch her? Und dann schließe ich mich einfach da danach mal an. Also vom Geruch merkt man schon, dass eine leichte Minze vorhanden ist und die Zitrone riecht man auch gut raus. Ja. Nicht zu süß und nicht zu sauer. Dass man eigentlich, die Zitrone ist ja eigentlich sauer, aber vom Geschmack kommt es jetzt nicht so rüber. Ja. Schließe ich mich mehr oder weniger an. Ich finde, dass die Zitrone steht auf jeden Fall im Vordergrund. Minze ist so ein, es ist kein reiner Minzgeruch, sondern so ein Minztouch, finde ich. Also es geht so in die Richtung. Genau, ja. Aber riecht sehr, sehr geil. Gut ausgewogen, stimmt. Gut ausgewogen. Der Mann hat Ahnung, wie ihr seht. Also der schaut sich auch regelmäßig andere Reviews an. Das heißt, er hat nicht nur unsere Meinung im Kopf, sondern hat sich auch da schon relativ in die Szene integriert, auch, muss ich sagen. Ja, cooler Tabak, guter Schnitt, von der Feuchtigkeit her top. Haben wir jetzt eine Dreiviertelstunde circa in der Pfeife. Rauchen übrigens mit dem Smokehouse Glasschlauch plus Kaya Silikonschlauch, also Smokehouse Glasstück und Kaya Silikonschlauch. Wir sehen von der Rauchqualität her super gut, da fehlt sich überhaupt nichts. Wir machen es auch mal beim Geschmack so. Du sagst einfach mal, was du vom Geschmack her siehst oder schmeckst. Und dann schließe ich mich einfach da hinten dran mit an, sozusagen. Ja, man merkt schon, dass der Tabak nach einer gewissen Zeit schon an Stärke verliert. Die Minze geht nach einer halben Stunde schon verloren. Ja. Das und schmeckt mehr so wie Algen. Wie Algen? Ja. Also er hat absolut recht, der Geschmack lässt relativ stark nach. Leider. Ist aber am Anfang war er sehr, sehr gut, finde ich. Also am Anfang war die Zitrone richtig schön da. Die Minze ist einfach ein bisschen im Hintergrund. Also die Minze kommt nicht so stark durch. Ne? Die ist nicht so stark, aber man merkt sie, am Anfang hat man sie schon gemerkt. Ne? Am Anfang war sie schon relativ stark da. Nur leider lässt das im Langzeittest dann doch etwas nach. Ist ein bisschen schade, weil der Tabak eigentlich da dafür relativ teuer ist. Das ist übrigens auch der ausländische Alfacher. Und daher ist es einfach ein bisschen schade, wenn der Geschmack dann so stark nachlässt. Aber ich denke mal, das ist halt das typische Problem von Alfacher.
Und das liegt auch so ein bisschen am Abstandssetup, da lässt einfach der Geschmack generell nach einer Zeit ein bisschen nach. Aber ihr seht, von den Wolken her ist es noch relativ gut, relativ weiß, relativ dichter Rauch auch. Und geschmacklich lässt er halt einfach stark nach. Aber du hast recht, das lässt, also der Geschmack ist jetzt kaum noch da, ne? Schmeckt so verbraucht. Mhm, ja. Also man merkt, dass der Tabak einfach jetzt nach einer Dreiviertelstunde ziemlich durch ist, leider. Aber das ist halt leider das Problem im Abstandssetup und einfach auch von Alfacher. Das ist mir damals auch ganz stark aufgefallen, als ich noch viel Alfacher auch geraucht habe. Hast du den mal im Ami-Setup auch geraucht? Es wäre mal zu interessant zu sehen, ob der im Ami-Setup auch so stark nachlässt. Können wir jetzt leider nicht beurteilen, so ist es. Aber im Abstandssetup finde ich ihn vom Anfang richtig gut. Lässt aber über die Zeit leider stark nach. Und von daher, von 15 Punkten gib du erstmal Punkte. Wie viele Punkte würdest du ihm geben? Von 15 würde ich 10 geben, ne? Weil er stark nach ist nach der Zeit. Ja, also ich hätte 9 gesagt, aber 9 und 10 ist 9,5. Da wird aufgerundet noch, also sagen wir 10 Punkte. Und ist ein guter Flavor, aber lässt leider ein bisschen stark nach. Sonst ist er wunderbar. Und in dem Sinne sage ich, beziehungsweise sagen wir, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Review. Bis bald. Ciao. Ciao. Shout auf Smokehouse. Möchtest du noch Grüße sagen, Andi? Irgendwie. Ja, ich grüße Erich, Arthur und einfach den Rest von meinen Kumpels. Sie wissen dann schon Bescheid. Wunderbar. In dem Sinne grüßt natürlich auch Smokehouse, die Freunde von ihm, und wir wünschen euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Review und ciao.